Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Lieper Winkel. Heute mal ein etwas anderer Beginn, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es die anderen handhaben. Mal eben kurz einen Schluck Kaffee aus meinem kleinen Eimer hier nehmen. Heute den 8.1. draußen laufen die Bauernproteste, wie man es nennt. Bundesweit tatsächlich. Die Lkw-Fahrer machen mit, viele Geschäfte machen mit, indem sie heute den Verkauf einstellen und die Pforten geschlossen lassen, einfach um zu zeigen, dass das, was die Regierung da treibt, zu viel ist. Und ich habe wirklich heute früh noch eine Nachricht gehört, dass das, was da aktuell abgeht, dass man da wirklich Angst hat, dass das erstmal nur der Anfang ist, dass es wohl noch viel, viel mehr Aufstände gibt, die es schon seit Ewigkeiten nicht mehr gegeben hat. Wer daran schuld ist, wissen wir. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, für mich persönlich, ich kann nicht nachvollziehen, wenn wir eine Regierung haben, die unsere Wirtschaft, die Deutschland dermaßen gegen die Wand fährt, dass da niemand ist, der dieses Elend stoppen kann. Demnach Daumen hoch für die Landwirte da draußen und für euch. Wir möchten euch mal im Kleinen zeigen, was eigentlich passiert, wenn wir eine Regierung haben. Ja, wir haben jetzt natürlich auf der Lieper Winkel keine Regierung, aber wir haben uns ein bisschen was ausgedacht. Deswegen nicht böse sein auf den Daniel, er meint es nicht so. Er ist jetzt hier der Politiker, der die Fäden in der Hand hat und wir möchten euch gerne mal im Kleinen zeigen, was eigentlich passiert, wenn man auf die Idee kommt, der Agrardiesel muss weg oder der Zuschlag muss weg, die Subventionen müssen weg, die Kennzeichen müssen umgemeldet werden. Es ist ja nicht nur so, dass die Steuern auf diese Kennzeichen entfallen, das Kennzeichen selber, das machen die Druckereien ja auch nicht kostenlos. Ich weiß nicht, was aktuell ein Satzkennzeichen kostet, aber das muss ja auch alles bezahlt werden. Das kommt dann vom Händler selber, der dann die Rechnungen stellt. Wir werden gucken, ich denke mal, wir werden dem Lieper Winkel nicht so weit, umgestalten, beziehungsweise missbrauchen, dass wir die ganzen Bäume da wegholzen, das nicht. Aber wir haben das Niemandsland hinten dran. Und da wollen wir mal gucken, was passiert eigentlich, wenn man riesen Windparks aufstellt. Wie schön sieht das für die Natur aus? Was haben wir noch? Man darf eins nicht vergessen, in dem Moment, und das auch an all die Schwurbler da draußen, in dem Augenblick, wenn die Subventionen, nicht nur, man schaut jetzt immer nur auf die Landwirte, Kennzeichen von grün auf schwarz, die Landwirte zahlen Steuern. Schaut euch an, ich weiß, bei mir in der Kindheit, ich weiß nicht, wie es heute ist, die Firma Westfleisch zum Beispiel, großer Schlachtbetrieb, beziehungsweise ja, Schlachthof, die sind mit grünen Kennzeichen gefahren. Das heißt, auch die müssten schwarz fahren. Viele Futtermittelhersteller in der Region, Genossenschaften und so weiter, die grün gefahren sind, müssten schwarz fahren. Also alle die zahlen Steuern. Bedeutet natürlich, der Landwirt wird seine angefallenen Steuern auf das, was er verkauft, umsetzen. Die Schlachthöfe, wenn wir jetzt mal bei den Tieren bleiben, werden es umsetzen. Die Genossenschaften werden den Getreidetransport, das wird umgesetzt. Ich weiß nicht, inwiefern die Mehlmühlen grün fahren, aber auch das würde umgesetzt. Das heißt, der Bäcker kauft teurer ein, der Fleischer kauft teurer ein. Es gibt Kosten, die letztendlich auf uns abgewälzt werden. Und genau das ist der Punkt. Die Löhne werden ja nicht höher. Wer soll das letztendlich alles noch bezahlen? Und wir wollen versuchen, im kleinen Maßstab, wir haben ja 6 Tage pro Monat, hier mal versuchen darzustellen, was passiert eigentlich, wenn sich die Kosten, wenn die Kosten steigen. Es ist klar, im LS wird es sich nicht ganz so stark widerspiegeln, aber ich hoffe, wir können das dann trotzdem auf irgendeine Art und Weise so ein bisschen hinkriegen. In diesem Sinne, viel Gelaber am Anfang. Ihr könnt skippen, wenn ihr wollt. Ich werde Zeitmarker setzen oder gesetzt haben.
Und ich wünsche euch da jetzt viel Spaß beim Gucken. Und wie gesagt, unterstützt die Landwirte und diese unsägliche Regierung da draußen. Das muss einfach aufhören. Erste Ansätze sind ja in Hessen. Dort denkt man über Atomkraft nach, seitdem die Grünen aus dem Landtag raus sind. Machen wir, was wir können, damit Deutschland wieder lebenswert wird. In diesem Sinne, viel Spaß beim Gucken. Tschüss. Der Bundestagsabgeordnete Hans Meyer hat heute mit seiner Partei Die Lila Blüten die Kfz-Steuer und die Abschaffung des Agrardiesels beschlossen. Das bedeutet eine Erhöhung des Dieselpreises von bisher 1,68 € pro Liter auf 2,30 €. Es ist davon auszugehen, dass diese Beschlüsse bei den heimischen Bauern nicht auf Gegenliebe stößt. Mit der Steuer ist eine Änderung des Kennzeichens erforderlich. Hierfür wird eine Gebühr von 25 € pro Kennzeichen fällig. Mit den eingenommenen Geldern will Meyer den Radwege- und Toilettenbau in Pirunetskin vorantreiben. Oberbürgermeisterin Julia Holzer kündigte bereits Gegenmaßnahmen an. Jetzt. Hör nicht mal ganz dicht, der Typ. Steuern. Hallo, Agrardieselzuschuss weg? Steuern auf die... Boah, Alter. Ein Whisky, oder? Irgendwie brauche ich einen Whisky jetzt. Oh, ich muss an die Luft. Bei dem... Oh, und ich habe gerade noch eine riesen Bestellung bei dem. Kannst du keinem erzählen. Ich fahr jetzt erstmal zum Hühnerstall. Ich muss da... Ich muss. Erstmal... Nee, ich muss erstmal runterkommen. Das... Überlegt euch mal, Leute. Steuern. Wisst ihr, wie die Steuern berechnet werden? Das geht. Alter, das geht nach Tonnen. Das sind. Ich will es jetzt gar nicht ausrechnen, was dabei rauskommt. Zuschüsse für den Diesel auch. Dann kostet der Diesel jetzt 2,30 Euro, oder? Nee. Das ist. Also da müssen wir uns echt was einfallen lassen. Das geht so nicht. Das funktioniert so nicht. Ey, wie kann man überhaupt auf die Idee kommen? Ganz ehrlich. Fahr mal zum Hühnerstall. Müssen Hühner die Eier raus. Meine Uhr steht auch schon wieder. Nee. Kannst du keinem erzählen, was hier los ist? Im besten Deutschland aller Zeiten. Nicht mal hier lassen sie dich mit dem Scheiß in Ruhe. Da hast du dann irgend so einen Hinterwald-Politiker da von Tuten und Blasen, keine Ahnung, aber steuern, dann kann er. Nee, kann er ja auch nicht. Ja, Julia wird begeistert sein. Die wird auch sagen, du, pass mal auf, verkauf mal was von den Traktoren oder so. Aber anscheinend weiß sie ja schon Bescheid davon. Ich weiß nur nicht, warum sie mich nicht informiert hat. Das kann ich nicht so nachvollziehen. Oh, Leute, ich hab Puls, ne? 300 Puls hab ich. Ich muss jetzt erstmal hier. Warum fahre ich denn mit dem jetzt hier hin und will Eier rausholen? Ah. Auch die falsche Kiste.
Erbauer, was willst du? Ja, der Dorl, servus. Ja, was ich tu mich du? Nicht auch noch auf heute. Hast du die Nachrichten gesehen? Ja. Bist du auch auf 180 wie ich? Auf 300, ja, merk's. 360. Merkst du, ne? Ich hab Puls, hab ich 300, ja, mindestens. Ja, mindestens, hab ich auch. Hab ich auch. Mal, ganz ehrlich, merkt der noch irgendwas? Ach, der null, irgendwie... gar nichts. Der ist doch völlig an der Realität vorbei. Ich bin jetzt erstmal Eier sammeln, um mich zu beruhigen, du, ganz ehrlich, aber... Ja, ich bin gerade unterwegs, meinen Trecker holen. Gar keine Eier drin, auch nicht schlecht. Boah, ey, da den so gerne mischt vor die Einfahrt kippen, ich sag's da ohne Scheiße. Wenn Mist hätte, ich Daten vor die Einfahrt scheißen ohne Ende. Ich hab Mist. Aber die Idee ist gut, die gefällt mir. Frage, hast du ein... Ich hab, glaube ich, gar keinen Radlader. Hast du einen Radlader? Ich hab einen Radlader. Also, ja, ich kann dir... Radlader und eine große Schaufel. Das ist eine gute Idee. Ja, pass auf. Also, ich bin da spendabel. Du bist spendabel? Jo, komm mal mit Radlader und mit deinem Traktor. Ja. Aber wir machen das anders. Warte mal, ich komme zu dir gelaufen. Ja, und treffen wir uns an der BGA. An der BGA, okay, pass auf. Ja, ich nehme mich jetzt gerade hin. Dann nehme ich deinen Radlader. Du nimmst dein Traktor mit Anhänger. Ja. Dann fahren wir erstmal zu mir, also zu auf den Holzerhof, und da werden wir schön Kuhmist für dich laden. Oh ja, ja, ich bin ganz Ohr. Ich lasse jetzt meinen anderen Traktor, den lasse ich im Moment am Hühnerstall stehen. Ich habe gedacht, ich müsste noch Eier einsammeln. Selbst das habe ich vergessen, dass ich das schon gemacht habe. Dann fahren wir zum Hühnerhof und dann werden wir meinen Anhänger schön mit Hühnermist beladen. Ja. Und dann kippen wir ihm das auf dem Hof. Also das heißt, wir begraben unser Kriegsbeil und tun uns jetzt erst einmal verbrüdern für diese Aktion. Sag ich wollte gerade sagen, das ist ein vorübergehender Waffenschlag. Bin ich einverstanden damit? Das habe ich absolut gar kein Problem. Das müssen wir, was ich nicht verstehe. Da hieß es ja, Holzer hat bereits Gegenmaßnahmen angekündigt. Ich weiß nicht, warum die mich nicht informiert hat. Was sie da vorhat. Ach, keine Ahnung, du. Ich hab Julia schon ewig nicht mehr gesehen. Zwischen Polen ist die. Alter Verwalter. Polen, mal gucken, ob die irgendwann dann mal wieder... Hast du schon mal auf die Dieselpreise geschaut? Die haben sie schon angehoben, glaub ich. Ja, also der normale Diesel 1,23, Truck Diesel 7,89 Euro. Alter, schwer. Und der Agrardiesel 2,30, ne? Die brennen doch, oder? Also, die haben doch echt nicht mehr alle Latten an der Tanne. Seit wann steht da überhaupt eine Tankstelle? Ja. Das ist, ja, stimmt jetzt, wo du sagst. Seit wann steht da eine Tankstelle? Dann haben sie die dahin. Ja gut, das sind ein Container, die hast du in einem Tag hingestellt. So. Ja, Hauptsache uns das Geld aus der Tasche ziehen. Oh, du versackst aber auch im Schnee, wa? Ja, mei, hör mir auf, ey. Hoffentlich hört der Scheiß bald auf. Aber gut, jetzt ist Schnee, jetzt haben wir aber wenigstens was zu tun. Ja. Haben sie auch mit dem Hammer gepudert. Absolut, was? Ey. So, also geradeaus steht der Radlader. Oh, dann fahren wir erstmal... Kommen wir erstmal auf den Holzerhof. Jo. Ah, und ich muss den Meier nur anrufen, dringend. Ich muss stornieren. Stornieren, stornieren, stornieren. Genau, jetzt die Stonner so um die Ohren, dass der nimmer weiß, wo vorne und hinten ist. Lass mal auf laut, ich will mithören. Alles klar, bleiben wir mal dran. Bleiben Sie mal dran. Na gut. Ja, der Hans Meier hier. Jo, servus, der Toll. Moin. Stonno. Alle stornieren. Was alle Bestellungen. Stornieren? Alle Warum? Bestellungen sofort Wegen? Stornieren. Warum? Trag mir nur Bläder. Hä, was los? Sei froh, dass ich dich nicht gleich mit der Mistgabel aufspießt, du dahergelaufener Windbadel, du. Ja, was ist denn jetzt verkehrt hier? Ja, ich bin auf 375.000, bin ich. Hä, warum? Ja, warum? Hast du keine Nachrichten geschaut oder was? Weißt du nicht, was du selber beschlossen hast, du Hans Wurst? Meinst du diese Eilmeldung, die alle bekommen haben? Ah, oder? Ja, Frale, Mann, du brennst langsam, oder? Ja, wenn das nicht, muss wenn sein. Wenn nicht, dann muss ich dann einen scheiß Landhandel anzünden, du. Na, vergiss es. Was hat denn der Landhandel damit zu tun?
Das siehst dann schon. Das daher muss aber sein. Wir müssen doch einfach ein bisschen was. Was muss sein? Ja, ah, ich hab lang genug. Ganz oder was? Nein, ich bin nicht. Ihr habt lang genug hier quasi alles in den Hintern geschoben bekommen und so ein Scheiß. Lang genug alles in den Hintern geschoben? Mein Gott, das ist lebenswichtig für uns. Da steht unsere Existenz auf dem Spiel und du, Hans Kasper, hast nichts Besseres zu tun als. Hallo, ja, mein Loch haben sie jetzt abkassiert. Ne? Jetzt können wir denen schon mal den Riegel vorschieben. Ja. Ja, genau. Und die anderen Bauern in der EU, die freuen sich alle wie die Schneekönige, dass der dumme Deutsche nochmal alle auf den Sack kriegt. Ja. Ja. Das finde ich gut. Ja, findest du gut. Mhm. Achso, habt ihr eigentlich euer Steuerbescheide schon bekommen? Treib's nicht auf die Spitze, Meier. Treib's nicht auf die Spitze. Ich bin eh schon kurz vorm Explodieren. Ja, das wäre doch mal eine Idee, oder nicht? Naja, ein Scheißdreck. Scheißdreck. Das Scheißdreck ist das. Ja. Und habt ihr das alle so mitgekriegt hier, das mit der Kennzeichnung und so ein Shit? Ja, ne? Ja, ja. Da ja, freust dich, ne? Für ja, pro Kennzeichen 25 Ecken abzukassieren. Naja, für einen Schlepper vorn und hinten jeweils, ne? Also ja, 50. Also 50, ne? Weil ja. Mit 25 gibst du ja nicht zufrieden. Nö, also ich weiß nicht, wer das beschlossen hat, aber ich finde das gut. Du Sauhund, du Elende hier. Dich, wenn ich erwische, dreh die durch den Fleischwolf, ich sag's dir. Hallo, wir können doch alles mögliche regeln hier mit Verkaufen hier und so. Ja, mit Verkaufen und so. Nichts mehr wird verkauft. Nichts mehr wird kauft. Alles ja, stornieren. Alles stornieren. Ist es angekommen? Ist nichts zu stornieren. Hast du schon alles bezahlt oder nicht? Nee, hab ich nicht. Nein, dann müssen wir das noch schnell noch machen hier. Na? Das ist jetzt eingefroren, weil du hast genug Geld kassiert. Ei. Habe die Ehre, Servus. Ja, mach jetzt das. Platz. Puh, Husa. Aber eine Hochkippschaufel ist das nicht, wahr? Doch, normalerweise schon. Echt? Normalerweise. Na, hast recht, das kann ich. Was soll ich sagen? Dann müsste ich normalerweise anders abkippen. Aber, ja, sehr fix, ey. Jetzt muss ich mir mal da wegen in die Kälten ausstellen zum Abkühlen, weil ansonsten platzi. Fragt ja auch noch, in den Steuerbescheid, der wird ja in den nächsten Tagen wird der reinflattern. Ja, natürlich wird er in die nächsten Tage rein. Doch logisch. Ja, selbstverständlich. Kommen wir mal, wenn das Ding voll ist. Ja, ich sag da Bescheid. Kann ich nämlich nicht sehen. Alles gut. Oh ja, 38 Prozent hat er jetzt. Oh, hat er Schnee geladen. Das wollte ich ja gar nicht. Ach, schmeiß auf die Seite. Hast du das mitgekriegt? Er findet das gut, sagt er. Wir okay, hätten klar. Noch kassiert. Aber die ganzen, weißt du, die ganzen Subventionen für die Ausländischen. Ja, ja, genau. Weißt du, das genau. Sind ja noch nicht einmal, der Agrardiesel ist ja noch nicht einmal eine Subvention. Das ist ja notwendig, damit wir überhaupt halbwegs wirtschaftlich sind. Halbwegs. Aber ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast hier von dieser anderen Partei da, die sie alle hassen, weißt du? Ah, du meinst die mit den Blauen. Ja, genau, das blaue Herz, richtig. Ja, das blaue Herz. Die haben gesagt... Ich meine, da behaupten sie auch, ja, die haben das ja auch mit unterschrieben und mit dem, ja, aber wenn man sich das durchguckt, wollen die Subventionen für ausländische Bauern streichen und haben gesagt, für die deutschen Bauern muss das angehoben werden, das muss verdoppelt werden. Ja, sicher, weil wir sind ja jetzt schon kaum wirtschaftlich, was? Und das bisschen Geld, was wir als Gewinn erwirtschaften, das investieren wir ja in neue Maschinen, die ja ohne Grab billig sind. Du brauchst echt eine Hochkippschule. Ja, und Anhänger auf jeden Fall. Muss ich eine aus Polen bestellen oder so. Auf jeden Fall beim Meier bestelle ich in nächster Zeit ja schon mal gar nichts mehr. Geht da jetzt noch rein? Ja, da geht schon noch. Halb voll ist er jetzt. Halb? Ja. Und beim Mist nochmal, beim Hühnermist nochmal das gleiche. Der riecht, der stinkt ja so richtig.
Ja, das gibt mir aber dann echt heute Nacht auf dem Hof. Ja, ja. Ey, Mann, die anderen Bauern sind wahrscheinlich oh, alle stinksauer. Ja, da wird einiges kommen, glaube ich. Aber ich wage ehrlich gesagt zu bezweifeln, dass der da überhaupt drauf reagiert. Ach der merkt doch überhaupt nichts mehr. Das hast du schon mitgekriegt. Er findet das toll, er findet das super. Ja. Boah, na. Ja, oh, vergeht's mir dann. Ich weiß ja nicht, wo der herkommt, aber der wäre am besten auch da geblieben, wo er vorher war. War mal so ein guter, ne? Aber seitdem der in der Politik mit hinhockt, da kannst du voll in der Pfeife rauchen. Wahrscheinlich auf Perdu mit dem Bundeskanzler. Ja, der merkt natürlich auch nichts mehr, ne? So, 96%, ich glaube, das passt. Wer wollt's nicht? Ja, der ist jetzt 96, die ganze Schaufel kriegst du eh nicht neu. Weiß. Bin ich. Ja, mach voll das Ding. Ich hoffe, ich kann das hier dann gleich wieder abkippen. Ja, normal schon. Verstehst? Was können wir Bauern dafür, wenn die Pfeifen in Berlin da oben nicht wirtschaften können? Oder mit irgendwelchen Steuergaunereien, Spiele, Taschenspielertricks, Milliarden verpulvern und dann hocken sie da und obale, Jungs, fehlt ja. Aber das ist ja auch nicht nur das, weißt du, diese ganzen Vorschriften, die wir hier haben. Ja, was, völlig überreguliert alles. Nicht, da hatte ich im letzten Jahr, was habe ich denn da gehabt? Hier Weizen abgebaut, das kannst du zum Brotbacken nicht verwenden, das Zeug. Da sind null Proteine drin. So, jetzt fahren wir zum Hühnerstall. Ja, steht der Drecker schon oben? Jo, der ist schon da. Jo, dann fahre ich mit dem gespannt schon mal zum Hühnerstall auf. Ah, das kannst du doch, bleib mal im Funk. Ja, ich bin im Funk. Das ist doch für einen Arsch, ist das doch. Ja, absolut. Da schreiben also, dir vor, wie viel Dünger du draufkloppen brauchst, ob die Pflanze damit auskommt oder nicht. Das ist doch egal. Und wenn der Weizen hier nichts taucht, dann wird er eben aus dem Ausland geholt. Ja, super. Also, Mindestlohn in der Ukraine 1,50. Ja, das ist doch logisch, dass wir da nicht mithalten können. Ja, absolut nicht. Nee, weil bei uns ist der Mindestlohn bei 14 Euro, wie jetzt. Ja, ist echt ein Witz. Ach, das ist absolut. Na, also. Allem, was lieb und recht und teuer ist, ne? Aber was zu viel ist, ist zu viel. Ja. Da musst du schon aufpassen, was du düngst, wie du düngst, dass du ja kein Herbizid einsetzt und wenn dann nur in der EU zugelassen ist und hast du nicht gesehen und Scheiß und Zeich und War. Bin einmal, dass die jetzt halt noch nicht auf den Trichter kommen, ist mir die neuesten Richtlinien für die Schlachterei zu schicken. Nee, das ist ja alles. Hast du noch nicht? Na, habe ich noch nicht. Dann guck mal genauer nach, hast bestimmt schon im Postkasten. Ja, ich war heute noch nicht an der Post. Nur mal, ich sag dir nur so viel, weißt du, in meiner, also wo ich herkomme, wo ich aufgewachsen bin, eine Fleischerei, 150 Jahre Familienbetrieb, weißt du? Ja. Die haben jetzt zugemacht, weil sie diese Auflagen nicht erfüllen können. Ach komm, hör auf. Ja. Keine Chance, nach 150 Jahren macht ein Traditionsunternehmen zu. Warum? Weil die Regierung unfähig ist. Ja, wenn ich jetzt mein Boris erklären müsse, der dürfte halt kein Bier mehr auf der Erbe trinken. Ja, der haut mir ja alles kurz und klein. Ja. Der macht das seit Kindesbeinen an, also seitdem der 15 ist, ist der bei mir im Betrieb, verstehst du? Ja, vor allen Dingen überleg mal, was auch überhaupt so, auch Gastronomie und so weiter, weißt du? Steuern sollten nicht nach dieser komischen Pandemie da nicht wieder angehoben werden. Ja, haben sie gesagt. Wieder, jetzt haben sie wir wieder vollen Prozentsatz. Oder weißt du, was so ein Schnitzel kostet? 34 Euro? Kein Mensch mehr, also ganz ehrlich, kann doch keiner mehr da zahlen. Ja, dann wenn du in Urlaub fliegen kannst, auch vergessen. Ticketsteuer muss jetzt bezahlen. Ja gut, Urlaub fliegen, da bin ich nicht so dafür. Also das, da war es mir jetzt ehrlich gesagt relativ, ne? Aber wenn es um meine Existenz geht, beziehungsweise um unsere Existenz geht und wir ja viele, viele Jahre schon hier anwesend sind und Landwirtschaft betreiben, beziehungsweise du ja nur länger als ich.
geht sowas überhaupt nicht, weißt? Boah, das Zeug stinkt, du. Ja, schlimmer als Kuhmist. Ne, sag mal, Ticketsteuer auf Fliegen ist für mich jetzt Luxus, weißt? Also ja, hier aber, mal Urlaub, ja, in Urlaub fliegen ist absoluter Luxus, von allem, wenn du Viecher daheim hast. Du warst ja, selber. Dann hast du diese komische Plastiksteuer. Ja, ach komm, hör doch. So, dann hast du, was hast du denn noch? Die CO2-Abgabe ist die sowieso laut den blauen Herzen rechtswidrig ist. Naja, du musst es ja so sehen. Du zahlst auf die Steuer eine Steuer, dann nochmal eine Steuer und dann nochmal eine Steuer. Ja. Verstehst? Also auf ein Produkt mehrmals versteuert und schon lernst, das ist die Frechheit sondergleichen. Ich kann sagen, ich habe einen Zaubermisthaufen, der wird überhaupt nicht leerer. Ja, oder deine Hühner kacken wie die Weltmeister. Junge, ist hier ein Zeug drin. Wo das fahren war des Nachts dann dahin. Ne? Ja, auf jeden Fall. Den lasse ich da stehen und dann treffen wir uns und dann fahren wir gemeinsam runter und hauen uns vorm. Am besten hier, vors Büro oder vors Schlafzimmerfenster oder. Und das hier auf dem Hof stehen lassen. Oder wo wollen wir den, wo wollen wir den verstecken? Muss er ja nicht unbedingt vorher schon mit. Ja, aber er kommt ja kaum hierher, oder? Hier nicht, nö. Siehst du, dann können wir doch die hier stehen lassen, dass ich es kann. Du brauchst ein Gewicht hinten. Ja, ich seh's. Den Radlader hebt's ganz schön rum. Ah, guter Hühnermist, du. Aber ich lass den Anhänger da und den Trecker nehme ich nochmal mit, weil ich muss ja noch wegen was arbeiten. Ja. Alter, stinkt das. Also wenn sogar ich als Landwirt sage, das stinkt, ne, dann... Richtig was gut. Da kommst du. Oh, das ist fein, fein. So, was hab ich an Schweinen? Ich hab Pferde. Oh, Pferde habe ich ohne. Das ist sehr schön. Berge Leife. So, ich kann da gerne haben. Reichen, um den voll zu kriegen. Ja, was die alle davor haben, das ist. Alter. Guck, das ist doch nicht mehr feierlich. Vor allen Dingen, es ist ja auch so, weißt du, ich meine, wenn wir jetzt die Steuern zahlen, das können wir ja alles machen. Aber man muss ja auch mal an den Rest der Bevölkerung denken. Das schlägt sich doch überall nieder. Der ist übrigens voll. Jo. Das schlägt sich doch überall natürlich, nieder. Weil ich muss ja meine höheren Erzeugerpreise ja ausschließlich weitergeben. Also, es bleibt ja nicht aus. Kann ich deinen Radlader wieder zur BGA fahren? Ja. Naja, nee, das wird. Weißt du, das schlägt. Vor allen Dingen, das sind ja nicht nur wir mit den grünen Kennzeichen. Ja, das mal, Forstwirtschaft ist ja auch dabei, ne? Ja, die Viecher, ja, Forstwirtschaft, die Tiere, deine Schweine, ja gut, bei dir ist es jetzt nur von bis dahin, aber die das weiter abholen, die fahren mit grünen Kennzeichen, die Futtermittelhersteller fahren mit grünen Kennzeichen. Das kostet ja auch alles. Ja, natürlich. Dann haben sie die Maut auch noch angehoben. Weißt du, was da so ein Brot kosten soll? Nee. Mach hier erstmal wieder zu. Ja, mach das mal. Schön. Schöner Hühnermist. Da freut er sich der. Das wird lustig. Warst du hier schon mal in dem Hühnerstall? Na, das war jetzt mein erstes Mal, dass ich da. Irgendwie von Julias Opa, ein ganz alter, den hat sie wieder aufrüsten lassen. Aber das ist doch eine Mastanlage gewesen, oder nicht? Ja. Da sind auch haufenweise Hühner drin und Eier und. Ja, aber den Meier müssen wir außer Landes jagen hier. Ja, absolut, ey. Der merkt ja überhaupt nichts mehr, der Knallvogel, der. Geht auch nicht. Wie er sie dann nur hinstellt und sagt, da finde ich in Ordnung. Finde ich absolut in Ordnung. Und Steuer gibt's dann auch noch oben drauf, jawohl. Mann, was. Wir haben ja erst einen neuen Träger rausgelassen mit 23 Tonnen Gewicht. Weißt schon, ja, was überleg mal, was kostet. Was kostet er? Das wird, glaube ich, per 200 Kilo berechnet oder so. Ja, und dann irgendwie 13 Euro oder sowas per 200.
Ja, irgendwie sowas. Kannst du dir aber ausrechnen, was der Spaß kostet? Viel zu viel. Viel zu viel. Nee, nee, nee. Du warst das ist. Also. Nee, da müssen wir richtig Mist vorkippen. Da findest du richtig. Am besten wäre natürlich Uppsala. Hey, ja, 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 ja. Hier ist aber glatt, du. Ja, die Stadt kommt ja ohne den daher mit dem Reimen. Also, das. So, hier müsste man eigentlich, müsste man hier seine Verkaufshalle mit Gülle fluten. Eigentlich schon, aber ich habe leider nicht genug. Ah, das wäre dann auch wieder Sachbeschädigung. Der muss ja auch nur irgendwo neutral bleiben. Ja gut, wenn man den Mist vor die Einfahrt schmeißen, ist es ja immer nur öffentlich. Ja, aber wenn wir seine Halle fluten, mit Gülle nicht mehr. Ja, nee, das wäre uncool. Also ich wäre zwar für diesen Spaß zu haben, aber dann wären wir ja wieder im Bereich der Sachbeschädigung und das muss natürlich nicht sein. Also, dein Radlader steht wieder genau da, wo er hergekommen ist. Ja, wunderprächtig. So. Wunderprächtig. Was machen wir denn jetzt? Ja. Kannst du da einsteigen, dann fahre ich wieder zum Hühnerstall auf. Wo einsteigen hier? Wie soll das bam, gehen? Bam, 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 Träger. Ja. Der müsste eigentlich ans Sitz haben. Ich finde den Knopf nicht. Irgendwie. Geht nicht, oder was? Ja, warte mal, dann probieren wir den anderen. Ah, warte mal, in Fahrzeug einsteigen. Ja, weil ich ausgestiegen bin. Ja, ja, aber warte mal. Nee, ich könnte den Sitz aber auch nicht wechseln. Es gibt hier keinen zweiten. Doch, es gibt einen zweiten Sitz, aber. Es gibt einen zweiten. Nee, das funktioniert aber, nicht. Warte mal, dann probieren wir mal den Xerion aus. Kaputt. Ich meine, auf den Xerion muss ich natürlich auch Steuern zahlen. Der wiegt halt auch nicht gerade wenig, ne? Ja, vorhin überleg, das ist ja eins. Ich meine, da kommst du ja locker auf 10.000, 15.000. Ja, locker. Stimmt. Und dann, was hast du denn noch? Ja, meine Anhänger, meine LKW, also meinen LKW, ich habe ja bloß einen. Nee, also hier kann ich auch nicht einsteigen. Geht auch nicht. Dann. Warte mal, steig mal gerade aus. Das also, warte mal, ha? Dann. Ja, warte mal. Okay. Ah, jetzt kannst du. Ja. So geht das. Ach. Also erstmal einsteigen und dann auf den anderen Sitz klettern. Haha. Weil dann fahre ich dich jetzt an den Hühnerstall auf und kannst du in deinen Traktor einsteigen. Ja, und dann lege ich mich noch eine Stunde hin bis heute Abend. Ja, das kannst du auch machen. Der soll sich warm anziehen. Und nicht nur, weil Winter ist. Aber hallo, das glaubst du aber. Wir haben es auch mit dem Hammer gepudert. Haben drum merkt er nichts mehr. Haben sie das Hirn verweichlicht. Hat der eigentlich einen Bart? Weiß ich nicht. Weil ich mal gesagt, nicht mal die Geburt hat geklappt. Da hat er den Rahmen mit rausgerissen. Nee, so einen braucht keiner. Sowas wollen wir hier nicht haben. Da macht er immer einen auf scheißfreundlich, verstehst? Scheißfreundlich. Ja, aber wahrscheinlich ist sein Kontostand da unten gegangen. Jetzt muss er gucken, wie er wieder Kohle reinkriegt. Ja, genau. Und dann zockt er das natürlich von den Bauern ab. Ja, war ja klar. So eine Scheißidee haben wir der. Uiuiui, ist da rutschig. Eiligst blickli. Aber absolut, ne? Ja, mal gucken, ob dann im Frühjahr deine komische Fabrik da gebaut wird. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich auch gespannt. So. Na gut. Dann sehen wir uns heute Abend. Dann sehen wir uns heute Abend, wa? Alles klar. Rufst du mich nochmal kurz an, oder was? Ah? Rufst du kurz an? Ah ja, kann ich machen, genau. Wunderbar. Alles dann klar. Schlaf gut und wir sehen uns. Ja, gleichfalls. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Servus. Ja, siehste. Und da fährt er dann dahin und dann wollen wir mal gucken, dass wir heute Abend dann schön lecker den. den. War einmal rübergesprungen. Ist beim Händler abladen. Dann gucken wir mal,
In diesem Sinne, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bleibt spannend. Tschüss.